Moin Leute, willkommen bei Gymnasty Playground. Heute geht's mal wieder um den Axia SX10 Bait Cam. Ein ziemlich geiler Einstiegs-Scale-Crawler, ziemlich simpel gehalten. Da werden wir uns jetzt Stück für Stück der Sache annehmen. Aber letztens habe ich ihn kurz gezeigt, wo ich mal einen Vergleich zeigen wollte zwischen den nicht so schlechten Originalreichen und wenn dann da Proline drauf kommt. Was ja mittlerweile zum gleichen Hose Horizon kommt. Das macht schon massiv Unterschied. Ich werde mich die Tage auf jeden Fall ein bisschen dem Auto widmen. Ich will wahrscheinlich gucken, dass ich zumindest die Fenster hier irgendwie die Farbe entfernt kriege. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich habe eigentlich auf so eine Sachen keinen Bock. Habe mich auch bisher gesträubt, die Bumper ein bisschen zu beschneiden, was ja eigentlich nicht schlimm ist, weil das sieht dann gar nicht anders aus. Und die Karosserie ein bisschen hier zu vergrößern, damit er einfach bessere Winkel kriegt. Vorne werde ich es auch ein bisschen beschneiden, den Bumper, entsprechend der Karolinien. Und dann kann ich den noch ein bisschen weiter reinmachen. Das werden wir auf jeden Fall tun. Und ein Unterschied zeige ich euch jetzt noch in dem Video zu den normalen Fahrverhalten. Da gehen wir einmal über meine Strecke. Ja, ich weiß, die ist tatsächlich zu klein geraten für diese Autos. Gerade jetzt, wo wir die kleinen hier viel haben, ist mir jetzt aufgefallen, für die ist das natürlich geil. Die haben da viele coole Linien. Für so einen großen ist das scheiße. Ich arbeite dran, Leute. Da wird noch definitiv ein viel größerer Spielplatz entstehen für diese Art von Crawler. Aber zum kurz mal eben was zeigen und so weiter, reicht es definitiv. So, was machen wir hier rein? Wir testen in diesem Wagen endlich ein Firma 2-in-1 Crawler-System. Ja, ich weiß, der Hersteller, mit dem Spektrum da zusammenarbeitet, um die Dinger hier zu machen, hat sowas auch mit leicht anderen KV-Zahlen. Wir haben hier 2300 KV. So. 2-in-1, deswegen, weil der Regler hier in den Motor integriert ist. Die sind quasi eine Einheit. So, kann man sich dann jetzt drüber streiten. Dann ist ja gleich beides weg. Bei einer Kombo kann nur eins von beiden zurzeit verrecken. Dennoch ist das gerade geil. In diesem Wagen nicht so schlimm. Ich habe auch noch eine andere Crawler-Kombo, die ich euch noch demnächst zeigen werde. Weil ich finde, mit Motor und Regler kann man noch ein bisschen mit der Gewichtsverteilung arbeiten. Gerade wegen Akkufächer. In dem Wagen passt es mir aber tatsächlich besser, wie ich den Akku positioniert habe jetzt. Das zeige ich euch gleich, wenn wir das hier einbauen. Aber gucken wir uns das erstmal an. Und es kommt demnächst auch noch ein Video zu der Programmierung von diesen Dingern und auch der Programmierung der anderen Combo. Das muss ich ja gleich nochmal testen. Ihr seht, habe ich das gerade jetzt ausgepackt, ob das hier sich so genauso verhält mit dieser Combo. Ja. Wir haben hier einfach einen coolen kleinen Spektrummotor. Qualitätsmäßig sehen die immer top aus. Naja, gerade ihre Farbgebung ist der Hammer. 2300 KV, der ist ja logischerweise dann auch sensort, wenn da schon der Regler einfach hier hinten mit drin ist. Wie ihr seht, das Empfängerkabel kommt hier raus. Wir haben ein Stromkabel. Wir haben hier zwar einen IC3-Stecker, aber keine Smart-Übertragung. Den An- und Ausschalter und der Programmierport ist hier auch drin. So, also wir haben keine Smart-Kompatibilität von diesem System. Beziehungsweise, Moment mal, rede ich jetzt hier gerade Quatsch, Leute? Was haben wir hier noch drin? Wir haben Kabelbinder und den Stecker zum Kleber, um das anzuschließen. Den Schalter irgendwo zu montieren. So, hier sind zwei Instruction-Anleitungen drin. So, weil der muss doch seine Smart-Telemetrie dann einfach so, weil er das dann über das Empfängerkabel sendet. Ja, das werden wir auf jeden Fall dann mal sehen, Leute, wenn der an ist. Ob der irgendwas überträgt, das sehen wir gleich noch. Der ist nicht mit Smart gekennzeichnet. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass der auch ganz normal die Telemetrie der zum Beispiel eines Smart-Akkus überträgt. Naja. Ja, hier haben wir einmal noch die Items, die er hat. Er verfügt über 9 Stück. Laut dem hier, das ist das RPM Throttle Matching. Das ist halt, wie bei Hobbywing, das Fork-System heißt das ja. Und zwar, das kann man anmachen oder ausmachen.
Das werden wir mal ausprobieren. Ich habe das noch nie gefahren. Und zwar, wenn der Widerstand größer wird, passt er halt die RPM und so weiter halt an, also die Geschwindigkeit, damit der Wagen gleichmäßig fährt. Das sieht natürlich für Videos halt total geil aus. Das ist das, was diese Systeme und auch das von Hobbywing oder auch halt die normale Crawler-Kombo, das ist die andere Kombo, von der ich gesprochen habe, die ich euch halt zeigen werde, was die halt ausmacht. Ne? So, dann haben wir natürlich die Lipo-Zellen, wir können bis 3S, wir haben das Cut-Off-Voltage, wir haben Thermal-Protection, Motor-Rotation, wir haben hier sogar ein schaltbares BEC drin, Leute, wie geil ist das denn? Wir haben die Drag-Brake, die hat 8 Level, die Drag-Brake-Rate, die mit 9 Leveln hat und Max-Reverse-Force ist auf 100%. Das mag ich tatsächlich immer nicht. Müssen wir mal gucken, wie das sich verhält. Ja. Und bei der anderen Kombo ist das zum Beispiel auch in Leveln oder in Prozent angegeben. Sehr interessant. Ja, wir schließen die gleich mal an der Programmierkarte direkt mal an. Und sehen dann, was die uns da so anzeigt. Weil bei der anderen Kombo hat das mit der Anleitung nicht ganz so gepasst, wie was hinterher die Programmierkarte gezeigt hat. So, nehmen wir mal die Karosserie hier ab. So, serienmäßig kommt der Basecamp mit dem 35 Turns Motor und einem Spektrum Brush Regler. Der ist ganz normal mit Jumpern und so weiter halt. Der macht seinen Job hier, ist auch nicht smartfähig und so weiter. Daher gewinnen wir nichts dazu. Und ja. So können wir auf jeden Fall, da mein Akkufach hier vorne ist, falls ihr es seht, kann ich das andere Akkufach hier drüben auch rausschmeißen. Nur noch der Empfänger ist hier drüben. Müsste man mal wiegen, ob sich das halt noch irgendwie ausgleicht. Alleine, dass ich die Regler hier drüben habe, sorgt für einen kleinen Drall hier rüber tatsächlich. Aber wir haben hier den Akku, wir haben das Servo hier, den Motor halt hinterher hier. So kriege ich, glaube ich, eine sehr gute Gewichtsverteilung halt hinterher hin. Wenn dann einfach nur dieser Motor da sitzt. Und das war's dann. Ja, den werden wir uns da mal einbauen, würde ich sagen. Ja, wir entfernen mal kurz den hier und nehmen uns mal Akku und eine Programmierkarte. So, Akkus fahre ich in Crawler mittlerweile relativ kleine 3S. Da habe ich mir noch diesen hier besorgt. Einen G2 Spektrum Akku. Ich finde die total geil, dass wir hier keinen Balancer-Scheiß mehr haben. Und ja, gerade für den Crawler, der noch kommt, ist das vielleicht cool, um mit dem Gewicht zu spielen. Die anderen Akkus, die ich habe, sind ein wenig schwerer. Und ja, den nehmen wir jetzt einfach mal und hauen den mal hier direkt dran. Bam. Und dann, so, den hauen wir hier einfach mal dran und dann machen wir ihn an. Und passiert natürlich nichts, ist ja klar, weil kein Empfänger drinne. So, wir haben hier den Programmierport, das wollte ich mal eben gucken, weil ich habe hier zwei Spektrum-Programmierkarten. Die erste und die zweite, eine V2 mit der internen Nummer V2,5 sogar. Und ja, die habe ich mir kürzlich geholt, weil tatsächlich, dazu mache ich auch noch ein Video, bei der anderen Combo funktioniert die hier nicht, selbst mit dem neuesten Update. Man braucht definitiv die V2. Bobbywing selber gibt es mittlerweile aber auch eine neuere, die hat so blaue Schrift. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen. So, jetzt will ich aber mal wissen, ist es hier auch so, welche Programmierkarte kann ihn jetzt hier programmieren? Da das das gleiche System ist mit dem Port hier, würde ich jetzt mal behaupten, dass diese auch nicht funktionieren wird. Und da steht Connecting ESC und wir connecten und connecten und connecten und connecten und connecten und connecten. Er blinkt hier rot. Scheint nicht hinzuhauen. Nehmen wir die V2. So. Please wait, ist schon mal gut. Und siehe da, Mode 1 Crawler. So, das haut auf jeden Fall hin, blinkt tut er trotzdem. Also auch für diese Combo braucht ihr eine V2. Hier, Throttle Management, Dingsbums da, das ist halt am Anfang, das passt. Lipo Cells, Auto Calculate, falls wir 2S und 3S fahren, das ist auch okay. Cut-Off Voltage Medium, den stellen wir mal auf High.
Also, da kann man auf Nummer sicher gehen, weil ist ja nicht so, dass ein Controller dann, dass man dann zu viele Fahrzeit verliert, ne? Auch wenn der Akku so klein ist. Thermal Protection ist auch immer nicht schlecht. Motor Rotation, das gehen wir nochmal dran, wenn das drin ist im Auto, was er dann macht. BEC Voltage, da muss ich nochmal gucken, ich habe hier noch das Original Servo drin. Ob ich das im Zuge dessen, ich wollte das heute sowieso wechseln. Ich stelle das schon mal hoch. Bam. Cool, dass so ein Ding auch noch BEC Voltage hat. Drag Brake, das lassen wir erstmal alles so. Drag Brake Rate, da müssen wir nochmal genau durchlesen, wo jetzt die Unterschiede dazu liegen. Max Reverse Force lassen wir auch erstmal so, um zu gucken, wie sich das verhält. Restore Default, brauchen wir nicht. Boom. Das wisst ihr also schon mal, wenn ihr die habt, braucht ihr die V2 Programmkarte. Aber wie gesagt, dazu bringe ich nochmal ein separates, kurzes Video. Gut. Ach so, genau. Wir wollten ja nochmal eben hier gucken. Ich stecke ihn mal eben im Auto ran. So, dazu habe ich meine DX5 Pro Map angemacht und den Basecamp ausgewählt. Das ist ja der passende Empfänger da. So, und dann geht er an. Und wir haben ein grünes Leuchten. Ja, hier wird auf jeden Fall kein Smartcam übertragen. Gucken wir nochmal eben. Ja, Leute, keinerlei Smart-Sachen da, wenn wir das Smart-Menü öffnen. Wie ihr seht, empfängt auf jeden Fall keine Daten. Ja, das dazu. Gut, dann fummel ich mal eben den kleinen Akku da rein und dann sehen wir den Basecam mal eben kurz in seinem noch relativ Stock-Zustand. Gut, ich habe Rest Weights an allen Achsen direkt montiert. Ich habe den Akkuhalter umgesetzt und ein bisschen mit dem Bumper rumgespielt, aber keine Mixbeschneidungen gemacht bisher und so weiter. Und ja, gucken einmal ganz kurz auf allen drei Hügeln die Stock-Performance. Also sprich eher das Reglerverhalten. Das ist jetzt bei ihm kurz essentiell. Es ist auch scheiß Wetter draußen. Deswegen auch nass und so weiter. Und dann sehen wir uns gleich hier drauf wieder. Wahrscheinlich mit einem weißen Tuch drunter. Wegen dem Dreck, den die Reifen dann haben werden. Bis gleich. So, Leute. Einmal die Geschwindigkeit im Rush-System auf 3F. Ja, da hätten sie viele Red Pack Rammen, ich weiß. Gut, gehen wir auf die Strecke. Okay, viel zu nass und rutschig für ihn. Allgemein ist das Fahrverhalten natürlich schon ziemlich gut gewesen. Aber ich bin da echt gespannt, weil ich habe Brushes in dem Crawler noch nicht gehabt. In all den Crawlern, die schon bei uns waren. Ja, der ist ja mittlerweile überflüssig.
Gut, Leute, was ihr jetzt hört, die Fans schon gesagt, Batterien leer. Ich glaube, dann beenden wir den kleinen Fein. Und jetzt haben wir es eigentlich gesehen. Gleich mit der Brushless-Kombo fahren wir hier nochmal ein bisschen. Ja, Leute, da sind wir wieder zurück im Studio. Direkt Mattes drunter, weil auch immer an so einem Crawler schraubt, der wirbelt auch ganz schön Dreck auf. Also da kommt einiges zusammen. Gut, hier ist schon das neue Servo drin, ist ein JXHV-Servo. Das ist ziemlich schnell und ziemlich stark. Ich dachte schon, das wäre kaputt. Das war am Sledge drin, aber das war gar nicht kaputt. Das scheint zu funktionieren. Packen wir es hier rein. Natürlich muss man das Servohorn wechseln. Das muss ich sagen, vieles, was Spektrum macht, oder allein auch Horizon Hobby, finde ich natürlich gut. Aber dass sie unbedingt auf 2310 am Servohorn setzen, das nervt so ab. Ja, da muss ich natürlich ein anderes Servohorn nehmen. Da habe ich ein M-Line Dual Mode Servohorn genommen. Das kann man halt so oder so drehen, das passte jetzt ganz gut. Da musste ich aber ganz schön am Lenkgestänge rumbasteln. Da war ich mir jetzt nicht mehr sicher, ob das Offset-mäßig angebracht war. Jetzt ist das gleichmäßig angebracht und es scheint so, dass er zu beiden Seiten tatsächlich gleichmäßig lenkt. Ja, um die Combo auszubauen, die ich dann jetzt hier habe, müsst ihr die vier Schrauben von unten lösen und nimmt dann die ganze Getriebebox runter, die auch sehr dreckig gewesen ist, deswegen geht der ganze Deck auch hier. Wir haben ja hier keinen offenen Antrieb und so ein Kram alles. Das ist schon okay. Und ja, hier ist alles in Ordnung. Bisschen grob sauber gemacht. Und jetzt kommt hier dann der Brushless-Motor dran. Also die Abdeckung abmachen, Motorstrom lösen. Ritzel nehme ich das gleiche. Da weiß ich nicht. Das wird wahrscheinlich dann alles gut funktionieren. Das ist ein 14er. Sollen wir auch den besten Vergleich, ne? Wenn wir jetzt die gleiche Ritzelung nehmen, was er halt ja, zulegt und so weiter an Performance. Gut, wo ist sie? Wo ist er? Da vorne. Den montieren wir jetzt hier wunderschön drin im Auto. Und dann zeige ich ihn gleich nochmal, wenn er drin ist. Und dann gehen wir wieder raus und dann war es das mit dem Video. Dann habe ich euch die 2-in-1 Brushless Combo vorgestellt und mal eben schnell den Einbau in mein SCX-10 Basecamp. So, dann will ich mal ein paar von euch Ordnungsfetischisten triggern. Ich lasse die Kabel erstmal eben so für den First Run. Das wird natürlich noch alles sauber verlegt, aber das soll mal eben reichen. Mir läuft nämlich die Zeit weg, um euch das Video fertig zu machen, und mir läuft das Wetter weg. So, installiert. Die DX5 Pro ist an. Und es geht natürlich nicht an. Ich habe ihn nicht verbunden, weil bei dem alten gab es ja keinen An- und Ausschalter. Den Luxus habe ich jetzt. Okay, immer noch nie einen Crawler gehabt, der so schnell lenkt. Ich habe irgendwas vermasselt. So, solche Fails lasse ich natürlich immer gerne drinne. Das kann natürlich auch anderen Leuten passieren oder euch passieren. Und deswegen, ich habe beim Getriebe wieder raufstecken, ist die vordere Antriebswelle. Sie war drinnen, dann hin und her getan mit den Schrauben da. Dann hat die sich verkantet und war nicht richtig drin. Ja, warum soll ich das rausschneiden halt, ne? So, ist ja auch mal ganz lustig. So, jetzt läuft der mega langsam. Okay, das ist mal stabil, würde ich sagen. Gut, ich packe ihn auf die Terrasse, ballern wir den Weg mal wieder lang da, wo die Rampen und der Schutt rumliegt. Der Schutt ist übrigens halt Erweiterung für die Crawler-Strecke. Da war ich sowieso mal überlegen, ob ich diesen ganzen Bereich da neben dem Weg, ob ich da schon Crawler-mäßig irgendwie was mache oder sowas, oder alles nach hinten. Das muss mal die Kamerafrau, muss ich mal fragen, Leute, was die dazu sagt. Guti, weil zum Thema noch, weil der Schuppen natürlich halt irgendwann da wegkommt, aber wir haben ja noch so viele Projekte, die Frage, wann das der Fall sein wird. Gut, Karo drauf, Kamera fertig machen, die hing übrigens unter der Funke eben die ganze Zeit, das habe ich zum ersten Mal so ausprobiert, hier in so einem Dingsen drinne. Falls ihr euch gefragt habt, wie filmt der denn da gerade, das ist so ein bisschen wackelig oder was weiß ich,
Ich wollte bei dem Wetter nicht die Frau mit rausjagen. Und habe mir gedacht, so kann ich vielleicht die Crawler gut filmen. Muss ich nochmal üben. Ja, deswegen verzeiht mir, wenn der Wagen dann mal eben so ein bisschen aus dem Bild ist. Ich muss natürlich gleichzeitig fahren und gucken und so. Das am Rande, egal. Gehen wir raus, Leute. Und dann Fazit zu der Combo. Ja, Leute. Das hier ist natürlich schon Schutt, den ich benutzen wollte für die Crawler-Strecke. Und hier ist so vom Bau alles Sammelsurium. Und hier habe ich die Rampen immer hingeschmissen. Nach der Testphase. Garagentor steht ja noch. Ich glaube, diesen Bereich hier, wo ich mir noch ein bisschen Crawler-Kram hin für die größeren Fahrzeuge. So, da ist er. Ich muss den Akku jetzt wechseln, der ist jetzt größer und schwerer. Wow, das ist echt zu schnell rückwärts auf jeden Fall. Nicht viel, wow, nicht wesentlich schneller als mit der Brush-Kombo, aber schon ein Stück auf jeden Fall. Gut, gehen wir mal auf die Strecke. So, da haben wir natürlich noch andere Möglichkeiten mit dem Ritzeln, wenn das dann zu langsam ist hinterher. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall dieses Throttle-Drehmoment oder RPM-Match haben wir auf jeden Fall an. Ja, ich weiß, ich fahre jetzt ein bisschen anders eben, aber ich finde es auch echt geil, was der jetzt schon auch immer noch mit Stockreifen und so weiter, was der kann, der Wagen. Also von all den SCX-10, die anderen sind natürlich auch schöne RTR-Modelle, aber der Basecamp ist echt die beste Ausgangsbasis. Da steckt auch echt viel Potenzial, auch für den LCG-Crawler-Umbau. Steckt da viel Potenzial drin, definitiv. Also, ich finde, ich merke da schon deutlich einen Unterschied, Leute. Also, da geht alles so viel smoother jetzt. Auch das Lenken ist top. Ja, das rückwärts, das ist nervig, das muss auf jeden Fall weniger sein und weniger aggressiv. Oh, verdammt. Wo wir ihn gerade hier liegen haben, Leute. Wer es weiß, schreibt mir bitte in die Kommentare. Es gibt hier so Slider, die man hier auch noch machen kann, die dann schön glatt sind. Bin mir jetzt nicht sicher, ob es die halt so hergestellt gibt oder ob das 3D-Druckteile sind. Wer da was weiß, bitte in die Kommentare auf jeden Fall. Das will ich noch haben. Na gut, okay. An der Seite ist das echt scheiße zu befahren. Man kann auf jeden Fall smooth rückwärts fahren. Das ist definitiv so. Ja, jetzt wäre eine Crab-Walk-Funktion natürlich nice, ne? Huch. Ja. Ja, das ist etwas, was ich von den RTR Axials immer nicht mochte. Das ist jetzt in der Combo auch so. Da haben die auch immer 100% rückwärts gehabt. Das sollte auf jeden Fall runtergestellt werden.
So, aus dem letzten kurzen Test mit den Proline-Rädern haben wir nochmal den Felsverschreckungsparcours hier. Der wird jetzt da ziemlich schwierig. Und man kann richtig geil sehen, wie das Throttle-Management da arbeitet. Gut, da ist dann hoch. All das. Ja. Alles klar. Also Programmierkarte, Rückwärtsgang auf jeden Fall Runner. Das ist klar. Ja. Gut, das sollte nur ein kurzer Einblick gewesen sein in die. Das sieht 2-in-1 Combo kann auf jeden Fall. Definitiv ein lohnendes Upgrade. Gilt natürlich, also jetzt ist das dieser 2000er KV, es gibt auch 1400er KV. Das wäre mir dann wahrscheinlich ein bisschen zu langsam. Wie gesehen, da reicht das auch so, um wirklich geil zu fahren. Natürlich das Gegenstück von Hobbywing tut natürlich sein Übriges. Da muss man vielleicht ein bisschen auf den Preis gucken. Da gibt es auch noch eine abgespeckte Variante, irgendwie die SE-Version. Spektrum selber hat die beiden Versionen nur und ich finde, das ist um Crawl of Brushes umzurüsten, eine Top-Methode. Gut, danke fürs Zuschauen, Leute. Und dann bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, wer es weiß, Tuning, Skids, Sliders, wie man sie auch nennt, die so schön glatt sind von unten, um die, ja, diese Zerklüfteten da zu verdecken, die möchte ich gerne haben. Bitte mal Tipp in die Videobeschreibung. Alles klar, bis zum nächsten Mal.